Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie Selbstwirksamkeit Ihnen hilft, Ihr Vertrauen in sich zu stärken. Was ist Selbstwirksamkeit? Ja, dass ich selber das, was ich tue, auch umsetzen kann. Dass das, was ich will, auch geht. Selbst unwirksam bin ich, wenn ich mir dauernd denke, hat eh alles keinen Sinn, bringt eh nichts. Ich schaff meins eh nicht. Ich bin dauernd vor Windmühlen und ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Es ist sinnlos. Das ist mangelnde Selbstwirksamkeit. Aber echte Selbstwirksamkeit ist das, was ich mir vornehme, gehe ich so an, dass ich am Schluss, das kann auch Zeit brauchen, sagen kann, ist gelungen, ist mehr oder weniger gelungen, ist so gelungen, dass ich noch zufrieden bin. Aber nicht, dass ich mir dann sagen muss, hat alles überhaupt keinen Sinn, was ich mache, ist ein Blödsinn. Es bringt nichts. Doch, es bringt was. Es bringt dann was, wenn Sie 3 Schritte beachten, damit Sie selbstwirksam werden, und dann kriegen Sie in der Folge mehr Vertrauen zu sich selber. Erster Schritt für die Selbstwirksamkeit ist, zumal zufrieden zu sein mit dem, was ich bin. Und wenn ich gar nichts bin und wenn ich ganz schwach bin und wenn ich unscheinbar bin und nichts Besonderes bin, ja, das ist schon was, immerhin. Wenn Sie das Gefühl haben, ich bin sowieso nur unfähig und ich bin das Letzte und ich kann mich nur verstecken, keine gute Idee. Deshalb zu schauen, warum bringen Sie da nichts zusammen? Ja, warum ist es denn so, dass Sie immer das Gefühl haben, ich schaffe gar nichts. Und das stimmt ja nicht. Sie schaffen ja was. Allein, dass Sie sich jetzt Zeit nehmen, ein Video anzuschauen, zeigt ja schon, dass Sie an sich arbeiten, zeigt ja schon, dass es Ihnen wichtig ist, dass Sie sich weiterentwickeln. Wow, das ist doch schon bitte super positiv, das ist ja nicht nix. Die gar nichts mit sich machen, die liegen vielleicht in ihrem Nebenzimmer, da können Sie mal rübergehen und sagen, schaut euch mal das Video an, ja, bringt nichts, ja, Blödsinn. Ja, aber das wäre gut. Also das wäre dann gut, wenn die einfach lernen, aha, da gibt's doch eine Möglichkeit. Ich könnte mich doch aus dem Bett rausbegeben. Ich könnte doch was wagen. Das wäre gut, aber wenn es auf Sie zutrifft, dass Sie das Gefühl haben, ich bin viel zu wenig selbstwirksam, ja, okay. Schlimmer geht's immer, ja, und es gibt natürlich auch noch einen schlechteren Vergleich, dann können Sie denen, denen schlechter geht, mal das Video zeigen, ja. Aber ich selber, wenn ich sage, ich will besser werden, ja, ich will selbstwirksamer, ich will selbstsicherer und stärker werden, ja klar, dann gibt's eben den nächsten Punkt. Den zweiten Punkt ist, dass Sie sagen, was kann ich und was kann ich ausbauen, ja? Welche Stärken an mir kann ich stärken? Ich brauche jetzt nicht meine Schwächen, das ist jetzt wurscht, ja. Jeder hat Schwächen, ist okay, die lasse ich einfach nebenbei mitlaufen. Aber welche Stärken kann ich stärken? Und auch hier bitte wieder nicht sich was Falsches vorstellen. Ja, es ist nicht so, dass ich jetzt da, wenn ich jetzt heute meine Stärken stärke, bin ich morgen Superman. Ja, wäre auch übertrieben, ja. Stärken heißt langsam jeden Tag Schritt für Schritt ein Stück das tun, wo ich merke, fühlt sich gut an, schaffe ich, kriege ich hin, passt so. Heute habe ich ein bisschen geschafft, morgen bin ich weiter dran, schaffe ich wieder ein bisschen. Das ist wie so dieser Berg, den ich auf meinem Schreibtisch liegen habe, der abzuarbeiten ist und wo ich nicht weiterkomme. Ja, wenn ich jetzt frustriert bin und sage, na, ich komme das eh nicht hin, dann mache ich gar nichts. Ja? Wenn ich sage, ich mache jeden Tag ein bisschen, wird der Berg ungefähr gleich hoch, weil wieder was Neues draufkommt. Ja? Ist dann natürlich frustrierend, aber zumindest weiß ich, hey, er wird nicht höher, super. Also wieder, dass die Dinge positiv sind. Wenn ich so viele schwierige Aufgaben vor mir habe, dass der Berg höher wird, weil ich kriege die Aufgaben nicht weiter und ich überlege dann, wie tue ich und das ist so komplex und ist so viel Arbeit und es ist viel mehr zu tun, als was ich eben eigentlich machen könnte, weil ich gar nicht so viel
Zeitkontingent habe und es wird der Berg immer größer, immer noch größer, immer noch größer. Und ich habe das Gefühl, boah, ich bin unfähig, ich schaffe alles nicht mehr. Ich bin wie also vor einem riesigen Sandhaufen, wo der Sand immer nachrinnt und der Berg wird nie kleiner. Ja, ich glaube, der Bagger schüttet hinten noch irgendwie einen Sand nach. Es wird nicht besser. Doch, es wird besser, nur es rinnt halt mehr nach, als sie wegschaufeln können. So ist es. Gibt's im Leben. Deshalb, ich kann trotzdem nur eine Schaufel nach der anderen machen. Ich brauche nicht die Schlagzahl erhöhen vom Wegschaufeln, weil dann wäre ich nur erschöpft und kann dann gar nichts mehr machen. So tue ich ganz langsam weiter und am Schluss ist auch was geschehen, aber es ist halt nicht alles geschehen, was ich mir vielleicht vorgenommen habe oder was mir mein Chef aufgegeben hat, was er sich erwartet oder was ich mir selbst erwarte. Egal, es ist, wie es ist. Ich tue das, was ich kann. Und Selbstwirksamkeit erhöhen heißt, das, was geht, geht. Das, was nicht geht, geht auch nicht. Und werde ich auch versuchen abzugeben, werde ich auch versuchen, gar nicht zu bearbeiten. Ich werde unterscheiden zwischen dringend und wichtig. Gibt es eh auch Videos von mir, Pareto-Prinzip, wo ich sehr empfehlen kann, wenn Sie überfordert sind, überlastet sind, keine ausreichende Selbstwirksamkeit empfinden, dann sich das mal anzuschauen, ihre Stöße mal in vier Bereiche zu teilen. Ja? Was ist dringend und wichtig? Was ist wichtig, aber nicht dringend? Das ist nämlich der zweite Ding, der zweite Punkt. Dann, was ist dringend, aber nicht wichtig? Können schon vergessen, das wird schon mal irgendwann dringend und wichtig werden. Und der vierte Punkt, was ist nicht dringend und nicht wichtig? Das können Sie ungeschaut ablegen, und zwar in der Rundablage, nicht im Archiv. Danke, brauche ich nicht. Ja. Ich kann mir keine Prospekte anschauen. Das ist schön, aber ich habe für Prospekte momentan echt keine Zeit. Wenn ich eh wieder Zeit habe, na gut, dann kann ich mir die vierte Kategorie nicht dringend und nicht wichtig hernehmen, weil ich ja das gern mache und weil ich gern Freizeit haben will. Na wunderbar. Aber sonst ist eigentlich nur wichtig, dringend und wichtig, das muss ich machen und das muss ich in drei Bereiche unterteilen. Noch einmal diesen wichtigsten Stoß, dringend und wichtig, unterteile ich erstens in, was kann ich schnell erledigen, dann das zweite ist, was braucht Zeit, also was brauche ich, wo brauche ich viel Zeit dafür, da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich dann nicht viel weiterbringe, aber das ist dringend und wichtig und braucht viel Zeit, da brauche ich die meiste Zeitplanung dafür und den meisten größten Zeitrahmen dafür. Und der dritte Punkt ist, was macht mir Freude von diesen dringend und wichtig? Und dann kann ich mir überlegen, was mache ich als erstes, was mir Freude macht oder was am schnellsten geht. Ja? Dann habe ich zumindest von den dringend und wichtigen Stoß das, was mir Freude macht und das, was wirklich schnell geht, weggearbeitet. Und dann bleiben halt die Sachen über, die Zeit brauchen. Und dann nehme ich mir dann nur eines her heute, weil, jo, es ist dringend und wichtig, aber ich nehme das aller dringendste und allerwichtigste heute her. Das mache ich, da bin ich dann stundenlang beschäftigt. Und dann schaue ich, dass ich bitte heute noch dazukomme zu meinem zweiten Stoß. Was ist wichtig, aber nicht dringend? Weil das macht mir Freude, das macht mir Spaß, das gibt mir Sinn. Und dadurch kann ich meine Selbstwirksamkeit auch erhöhen. Dadurch kann ich mir selbst dann auch erhöhen, dass ich auch was getan habe, was jetzt gar nicht dringend war, wo gar kein Druck ist, aber wo ich erfreut habe damit. Und wenn mir zum Beispiel total wichtig ist, mit meinen Kindern zu spielen, was völlig also unproduktiv ist im Sinn von Output, aber es ist einfach schön, mit den Kindern mal zu spielen. Ja? Na, dann gönne ich mir das mal, aber dann spiele ich da gern damit. Ja? Oder dass ich irgendwie ein blödes Tetris-Spiel im Handy spiele und das ist überhaupt nicht, das wird nie dringend werden, ja? Aber es ist einfach wichtig für mich, dass ich herunterkomme, dass ich mich entspanne. Ja, dann ist es okay so. Wenn ich sage, mir ist wichtig, einfach nur mal Stille zu haben, einfach Pause zu haben, nichts zu machen. Wow, super, dann ist das das Wichtige und das schreit auch nie, wird auch nie dringend sein. Stille schreit nie. Stille ist nie dringend, aber Stille zu haben und sich zu regenerieren und runterzukommen, ist immer wichtig. Gibt immer tiefen Sinn, gibt immer Ressourcen zum tiefen Auftanken. Und von daher wird's manchmal dann auch dringend, weil ich sonst nicht mehr weiter kann. Aber das sieht man dann oft nicht so oder bewertet es nicht so. Deshalb, was mir Sinn ergibt und was mir Freude macht, das ist meistens auch was Wichtiges. Und das sich zu gönnen, das ist schön. Gut, wie kann ich Selbstwirksamkeit erhöhen? Wie kann ich mein Selbstvertrauen stärken? Indem ich eben
diese zwei Schritte befolge und als dritten Schritt an mich selber glauben, sagen, ja, ich kriege das schon hin, so unfähig bin ich nicht, ich schaffe das schon. Positiv denken, ja, sich positiv zu den Dingen stellen, zu sagen, wir werden die Pandemie schon hinkriegen. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen, die ganze Intelligenz der ganzen Menschheit. Ja, werden wir doch wohl schaffen. Also positiv. Und ich werde meinen Beitrag dazu leisten. Ich bin dabei. Ich denke da mit. Ich lasse mich nicht treiben. Denke mir, ist eh alles wurscht. Oder ich sage, das ist mir alles zu kompliziert. Ich schaue, dass ich mich gut schütze. Dann bin ich selber gut selbstwirksam und selber stark. Und gehe da einfach auch meinen Weg, so dass ich nicht irgendwie mich jetzt zu sehr engagiere und da nicht Zeit verliere für nichts, sondern ich schaue, dass ich in diesen schwierigen Rahmenbedingungen so gut durchkommt, dass ich selber stark und kompetent bleib und effizient bleib und eigentlich für mich das Klügste und Beste raushole, was jetzt da momentan möglich ist. Und dann sind sie auch wieder selbstwirksam, dann sind sie auch wieder gestärkt im Vertrauen und machen das Beste draus. Abwägen, was ist gescheiter, abwägen, was kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren, abwägen, was ist mir wertvoll, was ist sinnvoll für mich und wo habe ich auch erfreut. Wenn sie das machen, gratuliere, dann wird's gelingen und dann sind Sie gleich viel besser drauf. Alles Gute für Sie.